Hallo, grüß euch. Wir sind hier im Geschäft von Michi Eibeldauer in der Maxingstraße in Hietzing, Wien und schauen uns an, wie wir diese Kontragitarre zerlegen können. Es ist oft so, dass wir als Musiker fliegen müssen und da wir die Gitarre nicht abgeben können, weil sie sonst kaputt ist, haben wir uns überlegt, wie kann man die Gitarre zerlegen und ganz schnell, falls irgendetwas passiert, falls man es nicht mitnehmen kann ins Flugzeug, doch in den Handgepäcksraum mitnehmen können. Die Kontragitarre ist eine ganz normale Gitarre, aber mit vielen Basssaiten. Und diese Basssaiten und den Hals kann man normal sowieso abnehmend von der Gitarre und der Michi Eibeldauer hat gemeinsam mit mir eine Gitarre entwickelt und er hat sie gebaut, die den Hals abnehmbar hat und hier den Hals teilen kann, hier auch teilen kann. Hier haben wir eine Seitenhalterung wie bei einer klassischen Gitarre als Test angebracht. Und die Gitarre ist eine alte Gitarre, der Hals ist neu gemacht worden. Und wir schauen uns jetzt einfach an, wie lang dauert es, diese Gitarre auf Handgepäcksgröße zu bekommen. Daher, wir nehmen uns eine Kurbel und fangen an, die Saiten abzunehmen. Die Saiten jetzt am besten hinein in das Schallloch, damit sie nicht mehr stören. Und wir nehmen jetzt den Hals herunter. Und zwar zuerst hier. Dann hier so, zweimal und hier herunter, dann nehme ich die Schraube, das hinein, damit sie nicht verloren. Nein, das mache ich nachher. So. Jetzt kommt zuerst, wir sind jetzt auf Handgepäcksgröße. Das ist alles so klein. Hier kommt die Gitarre in den Sack hinein. Dann nehme ich jetzt hier ein Tuch darüber, hier den Hals dazu.
einsteigen.